Oh, das ist so ein Stress bei uns zu Hause. Romy und ich sind in den Hochzeitsvorbereitungen und dann kommen auch noch meine Eltern. Und statt uns zu helfen, machen sie ein Heidenchaos bei uns zu Hause in der Wohnung. Jetzt muss auch noch der Klempner kommen. Ich habe Romy versprochen, mich um die Blumen zu kümmern und um die Torten. Oh, da ist der Blumenladen. Ich gehe mal schnell rein. Hola, guten Tag. Mein Name ist Raoul. Ich hatte bei Ihnen angerufen wegen der Blumen. Ach, hallo Raoul, ja, kommen Sie doch rein. Klar, Sie haben angerufen wegen der Hochzeit. Ich bin ein bisschen im Stress. Ach, mach doch nichts, Raoul. Das kenne ich. Das ist meistens so, wenn die Leute in Hochzeitsvorbereitungen sind. Ich zeig dir erstmal alle Blumen. Komm mal mit. So, Raoul, also hier habe ich schon mal die Frühlingsblumen. Die sind ganz frisch angekommen, ganz tolle Blumen in ganz frühlingshaften Farben. Die kann ich zu schönen Sträußen binden, damit ihr die auf die Tische stellen könnt. Und wenn deine zukünftige Frau einen schönen Blumenstrauß möchte aus diesen Blumen, kann ich den auch binden. Oh, ich liebe Lila und diese Farbe mit diesem Gelb kombiniert. Toll, die würden mir gefallen. Gar kein Problem, ich kann jede Menge Blumen noch davon bestellen. Ich habe einen guten Händler in Holland. Der wird auf jeden Fall dann reichlich Blumen für dich bringen, Raoul. Also Lila und Gelb kombiniert? Oh ja, das wäre wirklich traumhaft. Aber als Brautstrauß, da möchte Romy sicher etwas anderes. Komm mal mit hier rüber, Raoul. Hier habe ich noch ganz viele andere Blumen. Aber meinst du nicht, ist es besser, wenn Romy sich den Brautstrauß selber aussucht? Ja, Sie haben recht. Romy soll sich diesen Brautstrauß dann selber aussuchen. Und ich werde mal so eine wunderschöne Rose von hier für sie mitnehmen und sie überraschen. Ah, okay, eine Rose möchtest du? Na gut, Moment. Oh, danke schön. Ich werde sie noch mal anrufen und Romy kommt bestimmt vorbei wegen dem Brautstrauß. Ja, gerne, klar. Danke, Raoul. Und ja, wegen der Blumen, wir telefonieren noch mal. Tschüss. Ach ja, und ihr Laden ist wirklich toll. Danke. Wow, was ist das denn? Ein neues Cupcake-Geschäft. Da muss ich sofort rein. Heute Cupcakes im Angebot. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, wie lecker, was es hier alles gibt. Eis, Kuchen, Donuts, Cupcakes, Milchshake. Oh, wow. Hola, guten Tag. Kann man bei Ihnen auch Hochzeitstorten bestellen? Hallo, guten Tag. Ja, Hochzeitstorten backen wir auch. Wir backen eigentlich alles, was die Leute haben möchten. Das ist ja super. Es sieht so lecker bei Ihnen aus. Ich werde gleich ein paar Sachen mitnehmen und die mit meiner zukünftigen Frau testen. Und dann entscheiden wir, was für eine Hochzeitstorte wir haben möchten. Ja, gerne. Machen Sie das. Und wie es weitergeht, das seht ihr gleich. Jetzt kommt erstmal die Vorstellung von diesem tollen Geschäft. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe hier heute einen super schönen Cupcake-Laden aus der City Life Serie von Playmobil und der ist geeignet für Kinder von 5 bis 12 Jahren. Das ist die Nummer 9080 von Playmobil und wie ihr seht, gibt es da jede Menge zu essen. Cupcakes, Kekse, Kuchen, Eis sehe ich da auch, also ein wirklich sehr, sehr schöner Laden. Und wenn ich das Ganze umdrehe, das ist übrigens wieder in so einer coolen Tüte, wie so eine Einkaufstüte, dann können wir hier sehen, was mit dabei ist. Und hier sehen wir auch, das gehört genau zu dieser Serie. Da habe ich euch schon den Kinderladen von vorgestellt. Und Nina hat euch schon hier dieses Sportgeschäft, den Taschenladen oder Klamottenladen und das Tiergeschäft vorgestellt. Und jetzt haben wir hier noch den Cupcake-Laden heute. Und das alles zusammen kann zusammengefügt werden zu einem sehr, sehr schönen Einkaufszentrum. Hier beim Cupcake-Laden, da sind Getränke dabei, ein Tisch. Hier, das finde ich auch total schön. Das ist so ein Schild. Da sieht man dann schon so die Cupcakes oder Muffins. Hier sehe ich noch so einen Getränkeautomaten. Wahrscheinlich für so Eisslushies. Einen Eisbereiter sehe ich hier und die drei Personen sind mit dabei. Und man kann denen dann auch wieder so verschiedene Kleidungsstücke anziehen. Wir haben hier so ein glitzerndes Oberteil, einen Rock und noch so eine Schürze. Ach, das ist wahrscheinlich für die Kellnerin dann, die dahinter der Theke arbeitet. Die hat dann so eine kleine Schürze um, damit die Kleidung nicht dreckig wird.
Ach, das passt doch wirklich schön. Welche von beiden die Verkäuferin ist? Ach, hier, genau. Die hat hier diese Schürze um und die trägt gerade einen Cupcake zum Tisch. Und da ist dieses Pärchen und die sind ganz schick gemacht, haben noch ein paar Muffins oder Donuts gekauft, um die mit nach Hause zu nehmen. Und gerade genießen die da Eis und ein leckeres Getränk. Ja, dann werde ich mal die Verpackung ganz schnell öffnen, damit wir den Laden aufbauen können. Also ich freue mich auf jeden Fall schon. Und los geht's! So, das ist jetzt hier der Fußboden vom Geschäft. So der Hintergrund und so ein paar Regale sind da auch schon mit dran. Das wird man hier so reinstellen gleich. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 Tüten. Und ich fange mal mit der ersten Tüte an. Da sehe ich schon, da sind die Personen alle mit drin. Hui. Also, wir haben hier einmal diese blonde Frau mit so einer Hochsteckfrisur. Und die hat so ganz interessante Wimpern, also Augenbrauen und dann so Wimpern zu den Seiten und rote Wangen. Eine Halskette und niedliches Oberteil mit kleinen Herzchen und Kreisen und pinke Schuhe. Dann haben wir hier, oh, die hat richtig hohe Schuhe an, das habe ich ja noch nie gesehen. Hier, das sind eher so flache Ballerinas und die hat richtig hochhackige Schuhe. Das ist wieder was Neues, das kannte ich noch nicht. Schwarze Haare, auch Wimpern und dieses Oberteil, das kenne ich schon. Das haben auch schon ein paar andere Playmobil-Figuren. Ich glaube, die Romy von Playmobil's Next Topmodel, die hat das auch. So, und dann haben wir noch hier diesen netten jungen Mann. Der hat eine schwarze Jacke an. Oder vielleicht ist es auch so ein Pullover, der einfach vorne gestreift ist und hinten schwarz ist. Eine gelbe Hose, sommerlich, und schwarze Schuhe. Und hier sind noch jede Menge andere Sachen. Ah, das könnte Stracciatella-Eis sein. Hier ist noch diese Schürze. Ich glaube, die war für diese Dame hier. Ja, das sieht doch sehr schön aus. Und dann haben wir noch diesen süßen kleinen Pünktchenrock für die Kunden. So, also die Schuhe finde ich wirklich außergewöhnlich. Und hier, ach, so ein Oberteil noch, das kann man auch hier so noch anziehen. Ach, sieht auch gut aus. Das ist so, so ein bisschen schimmernd. Hier sehe ich schon so Milchpackungen, verschiedene. Gut, dann öffne ich mal hier die nächste Tüte. Das sind, glaube ich, so Zimtschnecken oder so. Lecker. Da kriegt man fast ein bisschen Hunger, wenn man diesen Laden hier aufbauen möchte. Oh, Torte. Torte mit Herzchen drauf. Und, das ist bestimmt so eine Erdbeer-Himbeer-Torte. Das ist hier der Getränkeautomat. Hier ist so eine kleine Tüte oder davon gibt es auch gleich zwei. Da kann man sich dann die Sachen mit nach Hause nehmen. Das würde ich auch gerne dann mal in so einen süßen Cupcake-Laden und dann kann man sich da was kaufen und mitnehmen, wenn es da so schöne leckere Sachen gibt. Und dann öffne ich mal die nächste Tüte. Und ich glaube, da habe ich schon entdeckt. Das könnte doch wohl unsere Eistheke sein, so dass da Eis drin ist. Also so sieht das immer aus, wenn ich in die Eisdiele gehe. Und dann sind da ganz viele verschiedene Sorten drin. Und das sind, glaube ich, die Tische. Das könnte zum Blumentopf gehören. Zwei Tische sind mit dabei. Ich würde schon mal einen schnell aufbauen. Sehr schön. Und den zweiten Tisch. Und auf der Verpackung habe ich gesehen, da waren hier noch so Blumen drauf. Das wird man bestimmt dann gleich mit Aufklebern noch draufkleben. Und die sind hier in der Tüte. Da sehe ich einmal Pflanzen. Rosen, Eisbecher, kleine Schokomuffins, Donuts mit rosa Zuckerglasur. Und hier noch mit gelber Zuckerglasur, wahrscheinlich Vanille- und Erdbeergeschmack.
Und was habe ich hier noch? Das sind doch so wie so Keksdosen oder so. Und hier, das sind die, ist wahrscheinlich so diese Sahne-Creme, die dann oben auf die Muffins und Cupcakes da drauf kommt. Eiskugeln, Getränkebecher. So ein Glas. So ist natürlich aus Plastik, aber soll wahrscheinlich so das Glas von der Eistheke sein. Das ist auch so eine Abdeckung von der Theke. Prospekt, eine Anleitung und, das wird wahrscheinlich dann auf die Tische geklebt. Das wird in den Hintergrund geklebt. Wirklich super schönes Bild, finde ich, auch mit dieser Himbeere da oben noch drauf. Ach, der Laden wird bestimmt echt toll aussehen, wenn der fertig ist. Und dann will ich auch nicht lange warten und fange einfach mit dem Aufbau an. Ich habe jetzt schon fast alles zusammengebaut. Hier sind noch die Cupcakes und die Kuchen muss ich hier noch auf die Platten legen. Also noch ein bisschen dekorieren im Geschäft. Und dann zeige ich euch gleich, wenn alles fertig ist. So, aufgebaut und die ersten Kunden sind auch schon da und essen einen leckeren Cupcake. Und der Mann trinkt, glaube ich, einen leckeren Erdbeershake. Sieht auf jeden Fall so schön aus in dem Laden. Ich habe hier hinten in die Regale die Gläser und Becher gestellt. Hier unten sind diese Milchpackungen. Hier sind diese Keksdosen. Hier ist jede Menge Eis. Die Eisbecher und die Eiskugeln. Ich kann ja mal etwas näher rangehen. Dann könnt ihr das sehen. Hier die Kuchen und Donuts und Zimtschnecken. Hier vorne ist schon das Schild mit den Cupcakes. Also es ist wie so eine Tafel, kann man aber selber nicht drauf schreiben, soll nur so aussehen wie eine Tafel. Die beiden Tische und was ich besonders schön finde, man kann hier auch so Gutscheine oder so kaufen, also so Karten. Da ist dann auch dieses Symbol von dem Laden drauf und ich denke, man könnte dann schön spielen, dass jemand da so eine Gutscheinkarte oder eine Einladung in diesen Cupcake-Laden verschenkt. Also man hat wieder so viele schöne Möglichkeiten mit diesem Laden. Und wenn man den dann noch mit den anderen Geschäften kombiniert, also das kann ich mir wirklich ganz toll vorstellen. Aber gerade dieser Laden, also es könnte mein neues Playmobil-Lieblingsset werden, weil da läuft mir fast das Wasser im Mund zusammen, wenn ich diese ganzen leckeren Sachen sehe, diese schönen Kombinationen. Möglichkeiten und auch zum Beispiel diese Milchpackungen hier hinten, da steht ja auch gar nichts drauf, also da kann man sich dann selber auch schön was ausdenken, was da drin ist. Da könnte natürlich auch Saft drin sein oder vielleicht ein Smoothie oder ein schöner Milchshake, also man kann mit dem Laden so viel spielen, es ist einfach richtig niedlich alles und von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ja, und dann schauen wir jetzt mal, für was sich Raoul doch letztendlich entschieden hat. Oh, was für ein Geschäft. Ich habe mal ein paar Sachen gekauft, die mir ganz lecker erschienen. Ich habe eine Torte mit Schoko und Erdbeer. Ich habe ein paar Cupcakes, 5 Stück. Ich habe ein paar Zimtschnecken. Das sind ungefähr so 12 Stück.
Und dann habe ich noch so 7 Donuts, einen Milchshake zum Probieren und noch einen leckeren Smoothie und einen Eislushy. Ich bin gespannt, was Romy sagen wird. Oh Mann, Raoul, der ist ja echt verrückt. Ich hätte nicht gedacht, dass der gleich den halben Laden hier mitnimmt. Und was Romy dazu sagen wird, da bin ich auch echt gespannt. Wenn Raoul mit diesen ganzen Sachen nach Hause kommt, vielleicht möchtet ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, was Romy sagen wird. Wird sie sich freuen oder wird sie doch etwas erstaunt sein? Alles gerne unten in die Kommentare und sonst natürlich auch gerne reinschreiben, wie euch dieses Geschäft gefällt. Ich habe ja eben schon gesagt, ich glaube, das ist mein neues Lieblingsset. Ich finde es super schön. Und ja, wie gefällt es euch? Alles unten reinschreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schaut sonst auch unsere anderen Videos. Abonniert unseren Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Klickt gerne auch auf die Glocke neben dem Abonnieren-Button. Dann bekommt ihr immer Nachricht, wenn wir neue Videos haben. Und ihr verpasst kein Video mehr von uns. Das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal und tschüss!